Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Zoo Tycoon. Wir haben den letzten Part, ja, ich stelle mal heute mal, habe heute schon drei Parts reingestellt und ich bin jetzt sogar so bereit, jetzt noch diesen Part hier an diesem einen Tag zu machen. Und ihr habt dann viel zu sehen in dem Fall. Gerade jetzt ist die Epidemie vorbei. Sehr schön. Die Tierärzte haben gute Arbeit geleistet. Was könnten wir denn jetzt dann noch in dem Fall machen? Also beim letzten Mal haben wir gesehen, dass unsere Masai-Löwen sich vermehrt haben. Die haben wieder ein weißes Kind gekriegt. Dafür habe ich die Zucht der Masai-Löwen aufgegeben. Soweit. Denn die haben jetzt nämlich ein Kind gekriegt und dieses Kind ist nicht hier, sondern da, wo... Oh. Kaum fängt man wieder an und ist die Ehen-Epidemie vorbei, fängt die nächste an und ich habe kein Geld. Ich muss euch leider ein kleines bisschen enttäuschen, weil wir haben bisher nicht viel. Das meine ich ernst. Wir wollten uns ja eigentlich Geld verdienen. Hier ist das Rudel. Das ist ein weißes kleines. Daisy. Hallo Daisy. Wie viel würde die mir einbringen, wenn ich sie verkaufe? Boah. Das ist ja billig von weißen Löwen. Trotzdem, ich wollte die mit in dieses Ding reinlegen hier. Was ist das? Das Showcase. Das ist weg. Irgendwie auf die Maustaste gekommen, dann war es weg. Haltestelle habe ich nicht, also ne. Hä? Ach so. Hier sind die Giraffen, dann ist hier das Showcase, richtig? Haben wir gleich. Ja! Hier haben wir nämlich noch zusätzlich zu den Zweien, dann hier ist noch das dritte Kind. Hoffe ich gut, kommt gut an. Aber jetzt schon wissen wir, dass Sansibar nicht mehr alleine ist als einziger weißer Löwe. Und er ist auch nicht mehr das einzige weiße Tier allgemein. Kümmern uns mal um die Hausmeister. Geben ihnen das Geld und... Kann ich nicht irgendwas machen, dass es weniger wird? Irgendwann hat jemand ein paar Tipps, was ich machen könnte. Das ist nämlich nicht immer sehr förderlich, wenn man... Ich mach das mal niedrig. Eve ist fremdgegangen, ich wusste es. Dein Trittspreis ist sowieso normal. Ich kann den Zug kostenlos machen, da verdiene ich aber keine Knete. Da ist das so wie ein Freilichtpark. Ja. Das repariere ich mal. Vielleicht züchten weiße Löwen ja noch mehr weiße Löwen. Wie geht es eigentlich diesen Schimpansen? Tierengehege 4 von 10. Au, der ist runtergefallen. Hat es nicht wehgetan?
Schauen wir uns doch gemeinsam an, was man hier alles finden kann. Ein hampelnder Affe. Habe ich hier schon? Ich glaube, das habe ich sogar schon. Die Affen sind so völlig zufrieden. Ja, genau, das ist hier meine Zuchtleiterin. Hi, du. Wie sieht's mit dem Affen aus? Schon irgendwelche passenden Dinge gefunden? Oder ja nicht? Wenn nicht, dann spiele ich halt mal mit einem der Affen rum. Vielleicht wird der eine Affe eifersüchtig. Und keine Ahnung. Ein Versuch ist es wert. So. Was ist? Ich denke. Jetzt lachst du mich aus. Böses Äffchen. Ja, jetzt sollst du Angst haben, sonst bekommst du auch deine Strafe. Ach, egal. Mann, kannst du gut tanzen. Hast du wirklich gut gemacht. Gut gemacht, gut gemacht. High five. Wiedersehen. Ich guck mal, welche Tiere man schon freilassen kann. Allgemein meinte ich. Nicht nur bei den Affen. So, folgendes X. Alle Affen Level 15. Alle Kängurus Level 15. Heißt das? Oh mein Gott, die Koalas. Ich hab von denen trennen müssen. Oh, tschüss, Mann. So, dann holen wir uns noch ein paar neue Koalas. Dann kümmern wir uns mir mal ein paar Riesenkängurus hier ansehen. Ne, nicht Slalom schon. Slalom schon soll bleiben. Weil der heißt ja nicht umsonst Slalom schon. Steve kann bleiben. Maple kommt weg. Ja, ich habe ein Tier bekommen. Was habe ich nur? Was ist das denn für ein Löwe? Zeig mal. Ist zwar ein Junge, aber. Vielleicht wollen ja Weibchen auch mal so eine Art Auswahl haben. Also dann. Reservatiere. Una. Ja, damit. Kongo-Löwe ist bisher einsam. Komm erst mal raus, bevor du dich beschwerst. Geht doch. Warum nicht gleich so? Es kann sich nämlich Una an dieses neue Leben gewöhnen.
Was denn? Kacke? Kacke, wie immer Kacke. Alles Kacke. So. Gucken wir mal, ob wir ein Weibchen von denen kriegen. Kongo-Löwe. Nee, ich will nicht Roland. Guck einfach später wieder rein. Aber um ihr soziales Umfeld hat es sich jetzt sozusagen von selbst ergeben. Ich mag diese Löwen. Ernsthaft. Warte mal. Was wollten wir haben? Fünf Jungtiere zu bekommen. Geht ja noch ganz lange. Mit den Tieren spielen. Ja, klar. Jetzt brauche ich drei verschiedene Arten von Löwen, damit wir eine Interaktion machen können. Geht doch. Ich kann mit den Kongo-Löwen spielen. Haben die so einen? Guck mich an. Ja, haben sie doch. Kann ich mit einer Kongo-Löwen spielen? Und zwar nehme ich Mark. Wenn du oft gegessen hast, kannst du mal hier rüberkommen, Mark. Genau, da kommt er. Der neue König. Der aussieht, als wäre er jetzt plötzlich aus der Scheibe draußen. Los, komm, Großer, komm. Los, Herr Direktor, komm, lass uns spielen. Ich soll den Herr Direktor nennen. High five mit der Pfote. Ja, das bist du. Du bist der Große. Boah, das kannst du gut. Schrupp, schrupp. Und streck dich. So. Nächster Halt. Der Löwen-Showcase. Haben die so ein... Ich guck die Anteile. Ja, haben wir. Nehme ich zuerst mal den kleinen Weißen. Daisy. Ja, Herr Daisy. Ich habe Level 39 erreicht. Irgendwie habe ich nicht freigeschaltet. Kann sein. Ach nee, das ist Daisy. Okay, das ist... Wow, bist ja richtig energisch heute. Los, ess und runter. Ja, das mit dem Brüllen musst du nochmal üben, wa? Kommst nicht an meine Hand ran, bist zu klein? Ja, es juckt manchmal am Ohr. Und jetzt knuddeln. Also ich finde diese kleinen Löwen so niedlich. Und streck dich! So. Als nächstes kommt Kimba. Nein, Kimba! Warum läufst du weg? Kimba ist weggelaufen. Aber er kommt schon wieder zurück. Kimba ist so ein kleiner, quirliger Geselle, der lieber mal gerne bestimmen will, wo er langläuft. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Da rennt er. Los, komm her, Kleiner. Ich warte ja auf dich. Willst du denn nicht mit mir spielen, irgendwas zu erledigen? Renn hierher. Renn, renn, renn. Kimba, 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 Kimba.
Wie lange braucht denn der jetzt noch? Ah, da kommt er doch schon. Wenden. Bitte wende jetzt. Nein, nicht duschen. Er duscht. Ich hätte den Großen nehmen sollen, der ist hier in der Nähe. Na gut, Kimba. Du hast recht, man muss trotzdem schön aussehen. Und jetzt komm her. Komm her, 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 komm her. Renn, 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 renn. Da kommt er gerannt. Und hält an. Nein. Kimba, was bist du? Ich hab dich vergessen zu rufen. Was bin ich für ein Idiot? Ich hab ihn die ganze Zeit vergessen zu rufen. So, jetzt aber. Los, komm, Kimba, 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 Kimba. Yeah, Kimba, 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 Kimba. Ja. Nein. Doch nicht da, doch nicht pirschen. Renn, renn. Ja, renn. Komm her und renn. Slalom, Slalom, Baby. Du kleiner, quirliger Geselle hier. Okay. Und flupp. Manchmal juckt's. Und weh. Bist ein guter Junge. Und boom. Streck dich. Und boah. Auch das musst du noch, das musst du noch üben, Kimba, aber das kriegst du noch hin. Ja. Kimba ist so eine Klasse, so ein Fall für sich manchmal. Aber auch ich manchmal. So, als nächstes kommen wir hier wieder zu unserem wunderschönen Cheap Adventure Modus. Renn! Wir haben nur 30 Sekunden. Ne, 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 ne. Da ist das Ende. Okay. Komm, 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 komm. Wir haben noch 16 Sekunden, nicht an der Wand rennen. Und... Freue mich nicht. Alles klar. Schnell mal zu R. Was wollen die haben? Auf Sokoto fahren, Giraffe. Machen wir schnell mal am Foot. Oh, nee, das geht echt zu weit. Dass man das so knapp macht hier. Was ist das? Ich kann keine Giraffe finden, ey. Wetten, ich hab's nicht geschafft. Um eine Sekunde. Ich wünschte echt, es wäre manchmal einfacher. Naja, kann man nichts machen. Gelangweilte Besucher. Moment, da war doch noch ein anderes. Kranke Tiere. Okay. Jetzt kommt vor allem die Buggy-Mission. Buggy, 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 Buggy. Oh nein. Wetten, ich muss es zu jedem Gehege bringen hier. Wo ist denn dieser blöde Eingang? Weil ich ihn brauche, finde ich nicht. Ach, das war. Und zwar. Um. Was? Ich will da rein. Rennen! Das erste, kann ich keine Bonuszeit bekommen? Nö, bekomme ich eben nicht. Hm.
Bitte sehr. Oh oh. Eigentlich durfte ich nicht bremsen, aber das war sehr verwirrend. Und deswegen, Leute, ist es gut, immer seine Wege miteinander zu verbinden. Schafft Abkürzungen bei schnellen Rennen. Oder auch nicht. Ab in die Fahrschule mit mir, ich muss trainieren. Halt! Ich kann nicht mehr fahren! Ich bin gerade ein kleines bisschen konzentriert hier. Okay, kleines bisschen ist gut. Ah, Mini. Ist das Mini-Gehege? Nicht dieses Mini-Gehege. Ah, hier. Das sollte ich mal als Wendepunkt nehmen. Ich schaff das nie. Ich habe nur noch 56 Sekunden Zeit und ich habe wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte meiner Gehege abgeklappert. Doch, hier geht's jetzt. Hier geht's jetzt. Hin. Ich habe eh nicht so viel hier. Denke ich jedenfalls. Und durch. Ich hab's geschafft. Ich gehe kaputt. Raus hier. Und die Zuwärter streiken mal wieder. So, jetzt gucke ich mal, ob wir einen neuen Kongo-Löwen haben. Da wir jetzt zwei Männchen haben, brauchen wir ja noch ein Weibchen. Bitte haben Weibchen, bitte haben Weibchen, bitte haben Weibchen, Kongo-Löwe, Weibchen. Chincha, willkommen! Ich glaube, bei solchen wie Chincha wird es mal Zeit, dass die mal wirklich ihre Zucht ankurbeln. Bei zwei Männchen ist die Wahrscheinlichkeit 50-50, dass einer der Männchen der geeignete Partner für Chincha ist. So weit, so gut in der Theorie. Hoffentlich läuft doch nicht immer an der Haltestelle. Die Löwen laufen immer an der Haltestelle herum. Das ist nicht gut. Und da kommt sie. Chincha. Sie hat sogar schon den passenden Namen für die geplante Zuchtmutation. Wie hieß er? Red Spotted Kongo Löwe. In Rot. Erstmal speichern. Wie hieß der Kongo Löwe? Kongo Löwe, Kongo Löwe, Kongo Löwe, Kongo Löwe. Kongo Löwe. Ja. Und es war bei Kongo Löwe. Das ist der normale Kongo Löwe. Rot gefleckter Kongo Löwe. Den meinte ich, genau. Ich bin echt gespannt, ob die so ein Tier hervorbringen. Ja, sie passen zueinander. Ich glaube, solche
Tierwissenschaften stellen sofort durch ein Klatschen fest, dass einer der beiden Kongolöwenmännchen zu Ginger passen. Was auch bedeutet, oh, wisst ihr, was auch noch passieren kann? Das ist ein anderes Männchen, was da ist, kann eines von Gingers Töchter begatten. Somit entstehen dann zwei Zuchtlinien. Was merkwürdig ist, aber wahr. Und diese zwei Zuchtlinien können sich dann jederzeit verkreuzen. Ich denke, in ein paar Minuten wird es dann die erste trächtige Löwin geben. Wie ist es jetzt mit dem Bär? Die Bären sind ja auch jeweils ein Pärchen, stimmt? Donovan? Habt ihr überhaupt so einen Zuchtleiter, der begünstigt? Habt ihr überhaupt so einen Unterstand? Ich glaube ja nee, oder? Extras? Ich meine Unterstand. Und? Ich denke, das ist schön. Das ist ein. Dusche haben sie sowieso und so. Kratzbaum haben die auch. Aber ich glaube, die haben keinen zugeteilten in der Zucht. Müssen wir einfach mal nachgucken. Kimber. Zavo Masai Löwe Kimber ist ausgewachsen. Vielleicht sieht man da auch, was Zavo heißt. Denn das frage ich mich nämlich wirklich schon seit ich den habe. Zavo Masai Löwe. Also hier ist Daisy. Das heißt Zavo. Was heißt denn jetzt Zavo? Zavo. Ist das einfach nur eine Farbvariante, die so heißt, oder unterscheidet die sich optisch von irgendwelchen anderen Dingen, die normalen weißen Löwen nicht haben? Hat die so sieht, der hat so silbergraue Augen. Oder ist er nur blond? Er strahlt. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist, aber. Er strahlt. Wenn es gewollt ist, dass er strahlt, dann hat es wahrscheinlich mit dieser Genetik zu tun, dass er so ein totales Strahlefell hat. Aber hast du das nicht auch? Der hat es doch auch. Das hat also damit nichts zu tun. Die haben es alle, weil die Sonne direkt auf sie drauf scheint. Na, hast du ihn wieder lieb? Ja, ihr habt euch nie. Ihr habt euch doch lieb. Ja. Sie wollen. Ach nein, das versage ich doch schon wieder. Unterhaltung. Furry! Hohoho! Schnabeltierplatz. Und ich habe sogar noch in letzter Sekunde das hier gewonnen. Furry sorgen immer für Unterhaltung. Nicht bezeugen. So. Ich will den mal stören. Letztens habe ich irgendwas mit dem Tiger-Maskottchen gemacht. Komm nicht vorbei. Ha ha!
Interaktion mit Fursuitern. Nochmal. Der ist cool. Der Typ ist cool. Ich denke, ich stelle noch einen Tiger ein. Ich habe überhaupt keinen Tiger. Naja, werden wir uns erstmal um was anderes hier kümmern, okay? So, wofür wollen wir die haben? Das sind so ruhige Extras, das muss ich wieder mit einem der Tiere machen, die das können. Das kann er unter anderem auch der Löwe. Einer der Männchen, kommt bitte her. Ich möchte mit euch was unternehmen. Lauf doch nicht weg. Wer bist du überhaupt? Der ist hungrig. Kimba ist so ein hungriger Geselle, ja. Na los, komm. Komm, 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 komm. Ja, bist ein ganz großer, brüllender König geworden. Ja, das machst du gut. Das kannst du auch gut. Das kannst du ebenso gut. Und jetzt kommst du auch bei mir daran, so, ja. Guter Kimba. Und jetzt lauf weg. Eigentlich müsste ich mal das Flusspferd, was ich gekriegt habe, ansiedeln. Wo ist denn das Gehege, wo es große Grasland widerspiegelt? Das ist. Es ist. Das hier. Habe nämlich noch was. Das war kacke, wegmachen. So. C. Tiere. Reservattiere. Jesse! Beschwer dich nicht, Jesse. Du bekommst jetzt eine neue Mami und einen neuen Papi. Lebt dich hier. Ach, du bist erwachsen? Du sahst aber auf dem Bild überhaupt nicht erwachsen aus. Naja. Steigert die Vielfalt. Und vielleicht wäre unser schweinerosanes Flusspferd auch was von hier. Das ist eine richtige Flusspferdfamilie. Die Kleine fühlt sich hier richtig wohl. Ja! Frankie! Zeig dich mal, ich will den Frankie sehen.
Das ist ja richtig rot. Frankie ist so ein kleiner roter Geselle. Das muss wohl rotgefleckt heißen. Rot und gefleckt. Der sieht geil aus. Der ist sogar noch besser als so ein... Der ist noch besser als so ein Elefant. Verlegen? Wo ist denn dieser gute Löwen-Showcase? Jo. Das schaffst du, Frankie. So. Somit haben wir sogar die Zuchtmutation von den Kongo-Löwen. Wir werden sie aber noch eine Weile behalten, weil ich irgendwie auch immer Lust habe, noch ein paar Kongo-Löwen so zu züchten, die man einfach so verkaufen kann und so weiter. Oder auswildern. Oder beides. Was auch immer. Ich hoffe, der Kleine kommt bald an. Ach. Wo kommt der Kleine dann an? Hier auch so. Da ist er. Und hier kommt er, meine Damen und Herren. Frankie. Der rotgefleckte Kongolöwe. Mist, ich stehe auf der falschen Seite. Bei dem Foto warte ich, bis er erwachsen ist. Doch Frankie erfüllt seinen Zweck. Ich will ihn mir trotzdem mal angucken. Ich freue mich schon, wenn der Kleine erwachsen ist. Ernsthaft, so einen Kongolöwen habe ich noch nie gesehen. Auch allgemein nicht. Ich habe nichts über Kongolöwe und ein Tier abzugeben. Noch ein Jungtier. Tun aber nur, damit ich gerade zu viele Grauflügel drum herfliegen und eigentlich bei akuten Platz mangel. Grauflügel Trompetervogel. Das habe ich jetzt hier erhalten, ja, richtig? Ich will das mir mal angucken. Du willst einen Tropenbaum, dann bekommst du einen Tropenbaum. Und zwar hier. Der wurde uns gegeben. Der Vogel. Dann werden wir dem Vogel jetzt mal ein schönes Zuhause geben. Tiere, gespendete Tiere. Und zack. Traurige Neuigkeiten. Der Vogel ist krank geworden. Einen Moment bitte. Ich werde sie jetzt zufrieden machen.
werde ich mir gleich ansehen. Da gucke ich mal, ich hole mal den Waldo mit dazu. Bitte sehr. Ich hoffe, du hast damit viel Spaß. Und schon. Und schon ist die Zufriedenheit ins Höchste geraten. Geil, 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 geil. So. Die Vogeldame erholt sich wieder von ihrer Krankheit, dann gibt es keine Probleme mehr, die es zu bewältigen gilt. Ich mache ja noch ein Mini-Gehege rein. Und zwar mache ich mal so einen Wüstentümpel. Denn es gibt nicht ein besonderes Tier, das einen Wüstentümpel am liebsten hat. Habe ich das schon? Ich glaube nicht, oder? Will ich gleich mal gucken. Ratatatata. So, mal sehen, was man damit hier machen kann. Das Tier adoptieren. Ja, Mann! Schnabeltiere! Schnabeltiere sind prima! Schnabeltiere. Was steht denn hier darüber? Ein Schnabel. Der Schnabeltier Ornithorhynchus anatinus ist einer der wenigen lebenden Kloakentierarten. Er ist in Australien heimisch. Mindestgruppengröße 2 Tiere. Gefährdungsstatus potenziell gefährdet. Diese Art kommt nur in Australien vor. Wilden Wüstentümpel. Und diese Art ist hier sehr an. Ja, Harmonie hole ich noch dazu. Geil, Mann. Geil. Da schwimmen sie. Die kleinen Wasserplanscher. Und da taucht er. Jetzt taucht er. Er taucht ab. Und dann liegen die hier so rum, ja? Haha, Anton. Anton, Anton. Aber ernsthaft, sie sieht wirklich aus wie ein Anton. Anton. So, Anton. Irgendwie rächt mich das mit den Eimern auf. Ich habe aber auch keine Arbeiter, die sich überhaupt um die Eimer hier so kümmern. Diesem Gebiet. Und so weiter. Doch wird es langsam mal Zeit, diesen Part wieder zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Part genossen. Indem ihr wieder mal gesehen habt, was für schöne Tiere alles zur Welt
alle zur Welt gekommen sind. Die Kongolöwen haben es eben drauf. Denn sie haben nämlich eine seltene Mutation hervorgebracht, die sogar noch nicht mal so richtig weiß ist, sondern eher rötlich. Hat wahrscheinlich was mit dem Wald zu tun, wenn ich das mal so sagen darf. Wie sieht das eigentlich mit denen aus? Die haben 5 von 10 im Gehege. Haben die noch ein trächtiges Tier da? Wasser? Kiki ist nicht. Sarabi ist nicht. Duke? Na ja, ist mehrerefache Mutter. Mufasa? Nö. Bisher keine. Eine verkaufe ich. Ich glaube, ich verkaufe Sarabi, genau. Und Mufasa verkaufe ich eben. Das habe ich jetzt einfach mal kurzerhand beschlossen. Also langsam wird die genetisch hier ein bisschen wieder eng. Nun geht's los. Das ist jetzt nämlich, eigentlich wollte ich mich schon verabschieden, aber wir warten noch gemeinsam. Wir warten jetzt noch gemeinsam, bis wir Sarabi und Mufasa los geworden sind. Ich hoffe, die lassen sich nicht lange auf sich warten. Ich habe genau dieses dumpfe Gefühl, dass es das auftritt. Oder auch nicht. Ihr wollt mal wieder ein Foto? Was wollt ihr für ein Foto? Magazinfoto. Wilde Zwergwachtel haben. Geh mal woanders hin. Nein. Und zwar gehe ich wirklich jetzt zu den Zwergwachtel. Sind die überhaupt? Ach immer die Pumas. Nein! Davon will ich nicht lesen. Ernsthaft. Steve Dusch, Slalom. Die sind allein? Na gut. Steve. Ja klar, nur weil diese scheiß Tür jetzt ist, kann ich die nicht freilassen oder wie? Ach. Da habe ich nicht mal genug Geld, um mir das ja leisten zu können, ey. Mann! Die gehen mir in den stehen mir im Weg. Stehen mir alle im Weg.
Eine weise Löwin. Na gut, jetzt sind wir aber wirklich schon über. Wir sehen uns dann beim nächsten Part von Zoo Tycoon. Also bis zum nächsten Mal.